Ich habe gerade einfach nur so ein geiles Völlegefühl am Vollbart. Ich weiß, er fühlt sich gerade so richtig schön an. Vielleicht kennt der eine oder andere es auch mit ja, anderer Körperbehaarung. Ich meine jetzt zum Beispiel an den Armen zum Beispiel. Das ist, wenn man gegessen hat, besonders Rohkost, Früchte, High Carb oder irgendwas, dass die, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Das kann man da nicht ganz sehen. Also eigentlich sind die Haare ziemlich aufgestellt gerade. Und ja, ziemlich, wie kann man das nennen? Die sind, die stehen quasi so, die sind nicht einfach so matt und flach, sondern kann man schön, naja, egal. Ja, das hat mich wirklich dazu bewegt, jetzt ein Video zu machen, ein kleines Update zu geben. Boah, ich habe so lange nicht trainiert, einfach. Ich mache manchmal so ein paar Liegestützen, auch nicht viele, so 30 oder so, einen Satz oder zwei Sätze. Ich bin heute mal 3,5 Stunden Fahrrad gefahren, aber total konzeptlos, mal langsam, als ich Bock drauf hatte, mal mega schnell, einige Sprints, bin in der Stadt rumgesprungen. War zwischendurch einkaufen, habe auch ein Video abgedreht, ein Food Haul, ja, ein kleines Update geben. Ich war jetzt 5 Tage weg in der Schweiz. Ein paar meiner Stammgucker werden das wissen, weil die auch in der Schweiz waren. Hallo an dieser Stelle. Ja, du wirst dich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen, Gregor, weil du dich über sowieso alles kaputt lachst. Ja, es war ziemlich genial, muss ich sagen. Ich spiele dann auch jetzt mal kurz ein Video ein. Ich habe noch ein paar Sekunden mal ein rundrum 360 Grad Video aufgenommen auf dem Berg. Und also wir waren da zu viert und es war ziemlich cool. Ich habe leider am ersten Tag meine Kamera nicht dabei gehabt. Hätte ich ein schönes Follow Me Round gemacht, hätte machen können. Da sind wir ziemlich schön Berg hoch, auch eine alte kleine Ruine, sage ich mal. Wildheidelbeeren dabei gegessen, Wildbrombeeren, zwischendurch Fallobst, baden gegangen in der Emme oder Ems, nee, Emme, es war Emmental. Ja, ich war halt wie gesagt jetzt ein paar Tage weg und wie so das Update dann jetzt ist, wollte ich mal kurz geben. Und zwar läuft es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich bin absolut zufrieden mit meiner kompletten Situation. Und ernährungstechnisch esse ich auch weiterhin gekochte Sachen. Nicht viel, aber dann, wenn ich Lust drauf habe. Das kann sein, dass ich dann halt 3 Tage komplett roh bin oder komplett vegetarisch meistens. Dann mal einen Tag oder auch 2 Tage Trockenfasten mache oder Saftfastentag. Dann aber wie heute zum Beispiel ein halbes Laib Brot esse, also ein Pfund Brot. Und dazu noch irgendwie 100, nee, 200 Gramm Doppelkekse vegan. Und was habe ich noch gegessen? Nee, das war die einzige Mahlzeit heute. 500 Milliliter Traubensaft hatte ich heute Morgen, oder nach 3, 4 Stunden oder sowas. Danach hatte ich mega Energie, deswegen bin ich auch 3,5 Stunden lang Fahrrad gefahren und nonstop und immer schneller einfach. Hab dann immer gemerkt, dass ich stärker und stärker und stärker entgifte. Aber trotzdem hat mich diese Entgiftung wiederum umso stärker nach vorne gepeitscht und war dann umso schneller, weil ja auch kein Widerstand durch die Verdauung und so weiter da war. Und die Trauben, die waren sogar belastet. Kam ich sogar besser klar als mit pasteurisierten Biosäften, also mit diesen Trauben, aber es waren auch dunkle Trauben, die sind nicht ganz so belastet. Ja, so ist meine Ernährung momentan.
Ich mache mir einfach keine Gedanken mehr drum und das funktioniert einfach perfekt. Ich habe dann zwar körperlich trotzdem viel zu entgiften, aber trotzdem bin ich damit absolut zufrieden und wenn ich könnte das wieder so mit dem Verstand wie vorher weitertreiben und so weiter und hätte dann viel mehr Energie, aber damit wird mein Bewusstsein noch gar nicht klarkommen. Also dieses Maß an Energie könnte ich noch gar nicht voll ausschöpfen. Da fehlt sozusagen der richtige Gang, die richtige Kupplung einfach noch. Das Bewusstsein muss einfach hinterherkommen. Hinter dem Körperlichen plus dem Verstand, wodurch das Körperliche erst so weit vorangeschritten ist. Und das fühlt sich jetzt viel mehr in Balance an, wie ich gerade bin, und dadurch geht's dann letztendlich doch, bin ich letztendlich doch weiter als vorher, obwohl ich vorher gereinigter war. Weil das Bewusstsein jetzt einfach zu der aktuellen, weil ich dann einfach im Hier und Jetzt bin, ich bin dann ganzheitlich und lasse es dann einfach laufen, es wird sich einfach in die richtige Richtung entwickeln. Und ja, wenn ich dann mal Bock auf dies und das habe, dann mache ich auch dies und das. Ja, das ist so das Update bezüglich Ernährung und dann noch allgemeine Lebenssituation. Ich habe jetzt bei eBay für 500 € was verkauft. Ich hatte eigentlich meine gesamte PC-Hardware, also 6 Kartons oder so, im Wert von 2.500 € in ein Forum gesetzt. Und da wurde auch direkt für 1.000 € von 10 bis 14 Leuten innerhalb der ersten 3 Tage ersteigert. Also das war mir alles so kompliziert, dass ich das einfach nicht geschafft habe, da hinterher zu kommen. Und das habe ich leider immer noch nicht abgewickelt. Und dann habe ich doch ein paar Einzelteile einfach in eBay reingesetzt, weil ich 3 Wochen lang gar kein Geld hatte. Also nichts plus Schulden und deswegen an Vorräte nur gezehrt habe und deswegen 3 Wochen komplett gekocht gegessen habe und auch 3000 Kalorien am Tag, weil man dann halt auch sowieso in diese Schraube kommt. Keine Früchte, weil ich einfach halt null Geld hatte. Und ich habe mir halt ein bisschen geliehen, davon habe ich mir dann Dinkelmehl geholt, 1 Kilo, 1,40 € oder irgendwas, was halt mega günstig ist und das ist halt Stärke. Und halt ein bisschen Gemüse. Hatte ich aber absolut keine Probleme mit. Einfach vom Bewusstsein her, weil ich einfach keinen Widerstand mehr gegen irgendwas habe. Wobei alles über vegan hinaus ist schon sehr, sehr schwierig für mich zu bearbeiten, zu meditieren, sage ich mal. Das war mir auf jeden Fall die Grenze. Aber innerhalb des Veganen kann ich so viel essen, wie ich will. Aber ich achte schon darauf, dass es salzarm ist. Das ist bei mir persönlich so, dass es fettarm ist und wenig verarbeitet ist, sage ich mal. Ja, und auch nicht unbedingt zu oft Gluten und Soja und sowas. Momentan hat sich das halt wieder davon wegentwickelt, weil ich jetzt halt wieder ein bisschen Kohle habe. Wobei ich 350 davon direkt weitergeben muss. Und 100 € wurden davon, habe ich noch andere Schulden bezahlt. Deswegen hatte ich jetzt nur 50 € davon und mit 50 € war ich auch direkt einkaufen. Und deswegen stelle ich dann morgen nochmal was in eBay rein, lasse das nur 3 Tage laufen. Und wenn die halt zügig überweisen, wie dieses Mal auch, dann habe ich für nächste Woche, also genau nach einer Woche, wieder ein bisschen Kohle. Ich muss ja nur einen Teil reinsetzen, was 50 € wert ist, zur Not. Und ich habe halt noch hier rumliegen für 2.500. Obwohl halt sich mindestens 75% davon nicht verkaufen, weil das so spezielle Hardware ist, die ich nur in dem einen Forum verkaufen kann, wo ich die halt reingestellt hatte, was ich erzählt hatte. Aber das ist schon Monate her und ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht nochmal ankommen und sagen, ja, ich verkaufe das und das, weil jetzt haben die auch keinen Bock mehr, weil ich das nicht hingekriegt habe. Ja, so bin ich einfach vom Charakter manchmal. Dass wenn mich halt Sachen stark überfordern, dass ich da irgendwie komplett eine Sperre irgendwie habe, was eigentlich total sinnlos ist. Leider. Ja. Und zum Wochenende bin ich jetzt immer weg. Also meine Eltern haben noch ein Haus, was sie leider immer noch nicht verkauft gekriegt haben. Jetzt seit 8 Monaten, 9 Monaten oder 10 Monaten müssen die leider immer noch mitziehen, mitbezahlen, obwohl die auch mega viel Schulden haben. Aber sie haben halt deutlich mehr Schulden als ich. Ich habe jetzt vielleicht ein paar 100 € Schulden und meine Eltern haben ein paar 100.000 € Schulden und arbeiten gleichzeitig den ganzen Tag. Also mein Vater arbeitet zum Beispiel doppelt ganztags quasi. Also kommt nach Hause um 17 Uhr und arbeitet dann immer noch bis 22 Uhr oder sowas. Guckt dann, weiß nicht, 3 Stunden Fernsehen und dann geht's nächstes Tag weiter. Und das seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so.
Also es ist halt komplett anders. Und ja, das stresst einfach zu sehr. Es hat mich mein Leben lang einfach schon zu sehr gestresst, diese täglichen Streits auch und so weiter. Diese ganz negativen Schwingungen jeden Tag, 10 Mal am Tag und so krass auch wahrzunehmen. Das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit, ja, was bei mir einfach zu einer Störung geführt hat und einfach mega gelähmt hat immer. Und ich bin halt schon, war halt schon 2 Mal ausgezogen und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich wieder ganz raus will. Deswegen will ich jetzt auch diese Hardware hier wegkriegen. Also ich habe das Zimmer jetzt hier minimalistischer gestaltet, ist jetzt relativ aufgeräumt, aber kann man jetzt im Dunkeln natürlich nicht sehen. Ja, okay, da hinten liegt jetzt ein bisschen Müll von gestern. Aber ich habe die Kartons alle zusammengeschoben in eine Ecke und sonst ist eigentlich alles frei hier. Und ja, Wochenendes zu dem Haus werde ich dann immer Wochenende mit dem Fahrrad hinfahren und da dann 2, 3 Tage jeder Woche halt da verbringen, wo ich dann ganz alleine bin, auch einen Garten habe, auch mit Brombeeren, mit Brennnesseln und so weiter, wo auch ein Teil meiner realen Freunde sich befindet, wo wir alle 2 Wochen zocken circa oder halt andere Veranstaltungen machen. Und da fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl und da ist halt auch nichts mehr drin im Haus und da wachst du auf und bist direkt motiviert, Dinge zu tun einfach. Weil alles einfach frei ist. Du hast einfach einen freien Blick und es ist halt nicht so viel Materie da oder halt wie meine Hardware hier, die irgendwie runterzieht oder andere Menschen, die hier schon so stark negativ sind, die runterziehen. Und da ist man halt schon viel freier einfach. Und das hebt einfach aus so einer Depression raus. Also dieser Minimalismus, der macht einfach total glücklich, sage ich mal. Ja, und die weiteren Pläne, also es ist jetzt halt die jetzige Situation, die weiteren Pläne sind, dass ich, wenn die Schulden abbezahlt sind, und das dürfte in, ja, einem guten Monat der Fall sein, wobei ich jetzt nicht genau den Überblick habe, ein paar hundert Euro vielleicht. Dann hole ich mir für 200 bis 300 € noch einen Bauwagen. Und das ist dann halt erstmal so eine Zwischenlösung, dass ich habe hier direkt in der Nähe, so 8 Kilometer, einen Wagenplatz, wo ich den hinstellen kann. Dann kostet irgendwie Wasser, Strom 30 €. Gucke ich, dass der Bauwagen isoliert ist oder isoliere den selber mit Steinwolle oder sowas. Und es sollte ein Bauwagen aus Holz sein. Und dann habe ich hier auch nicht diese ganzen Tapeten, die mich vergiften, die mich total vergiften. Das ist auch schon fast ein Hauptgrund, warum ich ausziehen möchte. Wobei ich jetzt mich so hingelegt habe, dass ich möglichst weit von den Tapeten weg bin und gleichzeitig direkt am Fenster bin, was ich komplett auf habe, dass ich da direkt die Luft halt sozusagen kriege. Ich könnte noch oben am Dach Fenster aufmachen, um noch einen Luftzug zu erzeugen, aber da ist noch kein Fliegengitter. Und das könnte auch manchmal kalt werden. Ja, auf jeden Fall Bauwagen und werde dann da halt das irgendwie halt einrichten, dass man da alles hat, auch Internet und so weiter. Da komme ich dann mit circa 50 € im Monat Unterhaltskosten aus, also Heizung, Strom, Wasser, ach, weiß nicht, was es noch gibt. Und dann irgendwie halt ein paar einfache Anschaffungen oder sowas. Da muss ich noch ganz viel Klamotten loswerden, aber die werde ich wahrscheinlich kostenlos abgeben, weil es sich einfach nicht lohnt, dieser ganze Stress, dann 100 Teile oder, weiß nicht, 30, 40 Teile für 2 bis 10 € reinzusetzen. Ich meine, es wird dann vielleicht maximal 100 € geben, aber ich muss dann 100 Mal, also wirklich 100 Mal ungefähr zur Post rennen und dann, das ist einfach nicht meine Welt, so ein Scheiß einfach. Anders kann ich ja nicht bezeichnen. Ich will das gar nicht negativ bezeichnen, aber für mich persönlich ist das einfach nur Scheiß. Das ist einfach nicht, das hat doch nichts mit Realität zu tun, einfach. Aber wir leben alle so realitätsfern, dass es echt unfassbier ist, das. Unfassbier. Ja. Und dann werde ich mir ein Rennrad wahrscheinlich holen. Also ich habe halt, wie gesagt, einige Sachen zu verkaufen, habe jetzt aber auch erstmal eine Stütze beantragt, eine finanzielle Stütze. Für ungefähr 2 bis 3 Monate nur, bis ich einen Minijob gefunden habe. Halt übergangsweise, weil ich es einfach nicht für sinnvoll halte, den letzten Scheiß anzunehmen. Also ich krieg wahrscheinlich in 1 bis spätestens 2 Monaten einen Job im Bioladen als Aushilfe einfach, also Minijob. Und wie gesagt, 50 € Unterhaltskosten,
100 Euro Essen oder sowas, oder 150, wenn ich es mir gut gehen lasse, dann habe ich immer noch 250 über im Monat. Ich werde mir ein Rennrad wahrscheinlich holen und halt eine neue Kamera, um mal auch richtige Videos aufzunehmen. Und dann werde ich den Rest des Geldes auch dafür benutzen, um endlich mal rumreisen zu können. Oder halt mit dem Rennrad. Ich bin sehr, sehr schlecht in Orientierung, muss ich sagen. Kann aber auf mein Handy ein Navigationssystem auch machen. Hole mir vielleicht eine Solarzelle, um es unterwegs aufzuladen und so weiter. Mach vielleicht auch auf dem Bauwagen eine Solarzelle. Das ist alles Zukunftsmusik, relativ. Entweder zum Winter hin, also werde ich das realisieren, oder spätestens zum Frühjahr hin. Ja, und dann würde ich halt rumreisen, wie auch immer, also auf welchem Weg auch immer, weil ich auch ständig Einladungen auch kriege von Leuten, aber auch selber gewisse Leute sehen möchte, kennenlernen möchte, eine Community bilden möchte. Also ich habe ja quasi schon eine Community durch die Videos und durch eine Facebook-Gruppe. Und einfach Leute in dieser Community, aber auch außerhalb der Community kennenlernen, Gleichgesinnte und vielleicht eine Gemeinschaft aufbauen. Und dann kann man weiterschauen, wie man das dann handhabt, um Projekte gemeinsam zu machen, ob das jetzt Selbstversorgung ist oder Business-Projekte in Anführungszeichen. Business nicht mit dem Ziel, Geld zu verdienen, sondern mit dem Ziel, Menschen zu helfen. Also Business im Sinne von Beschäftigung, wie es auch im Englischen so heißt. To be busy, beschäftigt sein, halt seiner Leidenschaft nachgehen und gleichzeitig frei zu leben, das mehr zu realisieren, da andere Leute mehr zu inspirieren, selber auch Inspirationen von den anderen wiederum holen und Neues lernen, das durch das Rumreisen, und möchte nebenbei halt ein Online-Business dann halt starten, erstmal alleine, dann auch vielleicht mit anderen zusammen. Das Business wird erst so aussehen, dass ich halt so einen Spendebutton einfach hier irgendwo einfüge für die Videos und dann kostenlose Online-Coachings halt auch mache, und dann danach mit Spendebutton auch, einfach nur mit dem Ziel, anderen zu helfen. Und ich finanziere mich dann einfach weiterhin durch einen Minijob erstmal und mit minimalistischem Leben. Also ich lebe für euch quasi wie ein Penner. Also für die Leute, denen ich helfen will, weil das ist sowieso meine einzige, wie nennt man das, nicht Berechtigung, ja, mein einziger Existenzsinn, warum ich hier bin, um andere zu helfen und zu inspirieren. Für mich selber brauche ich eigentlich nicht mehr so viele Erfahrungen, sage ich mal. Ich brauche eigentlich nur Erfahrungen, wie ich in dieser dichten Materie klarkomme. Aber ich weiß schon, wie ich die kriege, und die kann ich auch ganz alleine bekommen. Und dann ist der einzige Sinn, hier noch zu sein, um wirklich im Moment zu existieren und um anderen zu helfen. Also diese beiden Sachen. Aber ich bin halt nicht mehr hier, um irgendwas zu suchen oder nach irgendwas zu streben oder irgendwas. Ich habe eigentlich schon alles gefunden, was ich finden will, und der Weg ist einfach jetzt automatisch und wird gegangen. Ja, und um das halt besser zu realisieren und anderen Leuten effizienter und besser zu helfen, ist es halt einfacher, minimalistisch zu leben, um sich nicht abhängig von Geld zu machen. Und auch andere nicht abhängig von Geld zu machen, indem ich das halt auf kostenloser Basis mache, mit Spendenoptionen, wem das halt wirklich geholfen hat, wer Geld hat, wer keins hat, halt gibt nichts. So ist das halt gedacht, damit halt es jedem zugänglich ist. Also das sind so meine Zukunftspläne. Pläne in Anführungszeichen natürlich. Ja, und ich bin gerade dabei, psychisch auch zu heilen. Deswegen, ich mache nur noch das, worauf ich halt Lust habe. Sportlich gesehen, ernährungstechnisch gesehen. Und es zieht einen einfach irgendwann automatisch hin zum Richtigen, wenn man das richtige Wissen hat und dass das Herz dabei einfach sinkt, sage ich mal. Und das ist so das Gesündeste. Ich zwinge mich also nicht mehr dazu, Leistungssport zu machen oder eine besonders gesunde Ernährung zu haben, sondern es ist einfach auf Dauer gesünder, wenn man es einfach fließen lässt, laufen lässt. Und dann wird man am Ende sogar noch viel mehr Leute inspirieren. Einfach durch diese Gesundheit, die man irgendwann ausstrahlen wird. Anstelle, dass man dann irgendwelche Ergebnisse im Sport hat oder so. Wenn man sich dabei dann trotzdem scheiße oder nur mittelmäßig fühlt, bringt das anderen Leuten auch nichts. So gesehen.
Ja, es waren viele Informationen am Video. Bevor wir über 20 Minuten sind, ist hier dann ein Stopp. Das war das Update. Ciao.